Er ist unterwegs. Er stellt Fragen, die sonst keiner stellt. Er bekommt Antworten, die keiner versteht. Er geht an Orte, an die sonst keiner geht. Volker Racho ist der Reiseleiter. Ja, da ist er her, Herrschaftszeiten. Ist denn schon wieder Wiesenzeit? Ja, es ist Wiesenzeit und neben mir steht der Björn. Hallo Björn. Ja, hallo, moin. Moin, grüß dich. Geht's gut? Ja, mir geht's super. Sag mal, alle haben geile Leute, sau geil hier. Sag mal Björn, woher kommst du? Ich komme aus Heide. Es ist ja das erste Oktoberfest, jetzt hier 2015, auf dem Markt, auf dem größten Markt in Deutschland. Seit wann bist du hier? Seit gestern, heute oder heute das erste Mal oder wie? Ja, nein, ich bin seit heute hier. Wir mussten ja ein paar Tische vorbestellen. Hier geht die Luzi ab. Das ist ein saugeiles Fest. Eine saugeile Veranstaltung. Das erste Mal in Heide. Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Der Mann ist gut drauf. Seit wann bist du hier? Seit 8 Uhr, 9 Uhr? Oder? Na, 18 Uhr. Nein! 18 Uhr, ja. Ich bin vorher noch mal einmal mit dem Autoscooter und nun bin ich hier. Saugeil, saugeil. Wie ist das mit den Frauen? Kann man hier Frauen kennenlernen? Geht da was? Geht da was? Ich zeige was. Pass auf. Mädel, komm mal her. Hast du Lust, ein bisschen mit mir zu schnackseln? Schnackseln. Ja. Schnackseln, da heißt im Bayerischen ein bisschen was anderes, als wir jetzt hier im Norddeutschen vom Plattdeutschen vom Schnacken vermuten würden. Ja, Schnacken nicht. Schnackseln ist was anderes als Schnacken. Ja, natürlich. Ja, ne, du merkst es selber, gell? Hier geht's, wie heißt du? Bestens das Ganze ist ja taufrisch. Taufrisch. Ja. Und du, ihr habt euch hier kennengelernt, der Björn und du? Ich hab den netten jungen Herrn noch gar nicht gesehen. Ja, ihr kennt euch gar nicht. Na. Hat er dich gerade angelabert hier? Ja, logisch. Nein. Wie gefällt es dir auf Oktoberfest? Ja, gut, ich bin positiv überrascht. Positiv überrascht ist immer gut. Woher kommst du? Auch aus Heide? Also aus Mahne eigentlich. Mahne, bei Barl, da hinten, Ecke. Ich habe die letzten 4 Jahre in München gewohnt. Schön. Gibt es irgendwas, was dich stört heute Abend? Ja, dass keine Bedienung an den Tischen ist. Der was? Keine Bedienung an den Tischen ist. Keine Bedienung an den Tischen, das ist aber auch schwer zu realisieren, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es ist sehr voll. Ja, aber es würde mich ja freuen. Sag mal, ich bin doch immer beim Schnackseln hängen geblieben. Naja, vielleicht schnackselt die Frau heute Abend oder nicht, ich weiß es nicht. Wir gehen wieder zurück in die Sittenzentrale. Dankeschön, Björn. Bitte. Volker Racho ist der Reiseleiter.